Hallo, Freunde des kritischen Denkens. Hier ist wieder Dr. Wahrheit. Der letzte Bastion für die Freiheit des Geistes und die letzte Kommune der kritischen Denkens im Darknet. Unsere heutige Episode befasst sich mit einem Phänomen, über das sich alle Mainstream-Medien einig zu sein scheinen. Alle Medien berichten einheitlich über das angebliche Bienensterben. Aber wie es immer so ist. Wenn alle Medien einheitlich berichten, muss es sich um eine Kampagne handeln und die jeweiligen Ergebnisse sind somit als höchst fragwürdig zu betrachten. Aber sehen wir etwas genauer hin. Angeblich sei die Bienenanzahl weltweit um erschreckende 60% gesunken, sagen sie. Da darf die Frage erlaubt sein, stimmt das überhaupt? Ich bin der Sache mit meinem Kollegen des Forums für kritisches Denken nachgegangen. Kurzum, unsere Zählungen ergaben ein völlig anderes Bild. Ein erster Grund, stutzig zu werden. Im ruralen Umfeld meines abgeschirmten Refugiums ist die Zahl der Bienen stabil. Das habe ich durch punktuelle Hochrechnung bestimmen können. Aber jetzt kommt ein interessanter Zweitpunkt. In anderen Regionen ist das anders. Vor allem in weniger ruralen Gebieten gibt es weniger Bienen pro Stamm. Doch wie kann das sein? Das ist ein deutlicher Hinweis, dass es sich nicht um das propagierte Bienensterben handelt, denn das würde ja sonst alle Bienen betreffen, sondern um etwas anderes. Nämlich eine groß angelegte Bienenentführung. Ja, Sie haben richtig gehört. Die Bienen werden nicht weniger, weil sie sterben, sondern sie werden entführt. Seien wir mal ehrlich. Wann haben Sie zum letzten Mal einen echten Bienenleichnam gesehen, der nicht völlig hohl war? Dies war dann lediglich einer dieser False-Flag-Kadaver, die am Tatort anscheinend dann und wann zurückgelassen wird, um uns auf eine falsche Fährte zu locken. Aber fragen wir dazu einen unserer Experten. Dr. Marius Kopnik-Klopft von der Universität für kapsulative Geriatrik in Plön. Ja, das ist einer dieser False-Flag-Kadaver, die am Tatort anscheinend dann und wann zurückgelassen wird, um uns auf eine falsche Fährte zu locken. Danke, Professor! Aber warum? Und wem nützt das? Welche diabolische Kraft entführt die Bienen aus ihrem natürlichen Habitat und wie wird das bewerkstelligt? Dazu muss man sich nur fragen, was denn parallel zum Schwund der Bienen mehr geworden ist. Ich sage nur Reziprozität. Elektroautos! Immer mehr Teslas und andere Elektroautos sind auf den Straßen weltweit zu finden. Könnten Sie die Einsammelgeräte für die globalen Bienensammlungen sein? Die Antwort ist ja. Elon Musk, der dunkle Eminenz hinter all diesen Machenschaften, sammelt mit diesen Autodevices über den Endverbraucher hinweg Bienen ein und pumpt diese durch angebliche Elektroladestationen direkt in eine weltweit vernetzte Bienen-Sweatshop, wo die armen Tiere unter unmenschlichen Bedingungen als Honigproduzenten gehalten werden. Aus diesem Honig wird durch umfassenden Druck etwas zentrifugiert, was aussieht wie Bernstein, jedoch ein hochwirksamer Treibstoff ist. Doch das kann nur eine hochwirksame Zentrifuge herstellen. Und wo sollte die sein? Es ist der CERN Super Collider. Hier wird das Zeug erst richtig eingedampft. Und so kommt übrigens auch das angebliche Foto des angeblichen schwarzen Loches zustande. Wie sollte auch auf einer Flat Earth ein Foto gelingen, das nach außen, also außerhalb des Doms verweist? Richtig. Nicht! Vielmehr handelt es sich bei dem Foto um eine seltene Aufnahme der zentrifugierenden Zentrifuge des CERN Supercolliders, die sich im Dom der flachen Erde spiegelt. Respekt, Herr Musch. Fast wären Sie mit diesem Verbrechen durchgekommen, hätten wir nicht durch dieses Foto Ihre Machenschaften entdeckt.